Echtzeit da draußen. Und wenn ihr glaubt, es geht nicht mehr, kommt irgendwo der Schwung voll her. Es geht noch kleiner. Und zwar in dem Smart der dann zweiten Generation, den ich jetzt heute hier habe. Das ganze Ding ist tatsächlich noch ein wenig kleiner als der Smart der aktuellen Generation, der Smart EQ, den ich jetzt letztens gefahren bin, wie ihr jetzt gerade unten da seht. Ja, das ist hier der Smart ED, also das Fahrzeug, womit Smart damals angefangen hat, einfach mal Elektro zu machen. Also das, was ursprünglich eigentlich auch die Idee des Swatch Cars und dann daraus entstanden des Smart war, eigentlich das Thema Elektromobilität gleich von Anfang an zu machen. Und jetzt haben wir nächstes Jahr 2019 das letzte Jahr des fossilen Smarts in der Form, dass man ihn noch kaufen kann, und danach geht es dann nur noch rein elektrisch. Also eigentlich von der Grundidee des Smarts dann in die Zukunft. Gut, also was machen wir? Eigentlich Business as usual. Wir fahren meine Pendelstrecke, und meine Pendelstrecke geht über die Autobahn. Dieses Fahrzeug ist schon ein bisschen älter. Ich habe eben schon mal reingeguckt hier. Habe es natürlich wieder komplett vergessen. Der hat runter 50.000 Kilometer, und hat jetzt mit 100% Akku auch nur noch eine Reichweite, und wir haben es jetzt hier gerade schöne mollige 19 Grad. Der hat nur noch eine Reichweite von 88 Kilometer. Das wird auf der Autobahn echt einbrechen. Von daher muss ich mal gucken, ob ich den zu Hause mal eben an unsere Wallbox stecke. Aber das entscheide ich dann, wenn ich dann da bin, ne? Gut, ja, was machen wir sonst? Gucken, fahren und am Ende gucken, wobei es raus, wo wir rauskommen. Warum fahre ich den Smart ED? Ist für mich eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Und zwar haben viele Menschen generell Interesse inzwischen an der E-Mobilität, sind aber so ein bisschen von den Preisen abgeschreckt. Das heißt, die Autos, wenn ich jetzt zum Beispiel einen E-Abnehme, der kostet über 20.000, ein E-Golf geht Richtung 40.000, ein Ioniq liegt bei lockeren 30.000. Das sind eigentlich auch Gelder für eingeschränkte Reichweiten, die ungern bezahlt werden. Jetzt gibt es gerade, wenn ihr einen alten Diesel habt, könnt ihr zu Renault gehen, da gibt es dann die Zoe für unter 14.000. Kommt die Batteriemiete natürlich dazu, aber es ist in der derzeitigen Form schon, glaube ich, das günstigste vollwertige Elektroauto, aber ich bin gar nicht sicher, ob die C-Zeros und Mitsubishi Ion oder was, wie sie alle heißen, ob die teurer sind. Weiß ich gar nicht. Muss ich ja mal gucken. Also, die Zoe derzeit ist erhältlich für unter 14.000. Damit ist sie definitiv auch günstiger als ein Smart EQ. Der ist an der Stelle teurer. Ja. Und ich habe mir einfach mal gedacht, okay, man kann natürlich auch sich mal für einen gebrauchten Smart interessieren. Smart ED in der Form, so wie jetzt hier gerade ist. Das Fahrzeug ist schon ein bisschen länger auf dem Markt und gibt es eigentlich auch reichlich bei Händlern als Gebrauchtwagen. Und von daher kann man sich ja überlegen, Mensch, warum fange ich denn erstmal mit einem gebrauchten E-Fahrzeug an? Guck, ob mir das gefällt, guck, ob das was für mich ist. Und entscheide danach, ja, okay, E-Mobilität funktioniert bei mir im Ort, bei mir zu Hause, bei mir bei der Arbeitsstelle. Und ich gucke mich danach dann um nach einem vollwertigen E-Fahrzeug. Oder aber sage, Mensch, der Smart ist so cool, weil der fährt sich echt wie ein Kart, der ist wieselflink, rauscht in jede Lücke, in jede Parklücke. Und ist genau eigentlich das, was ich für meinen Alltag brauche. Ja, dann behalte den Smart, ist doch genau das Richtige dann. So, gut, also wir machen jetzt erstmal den Innenraumcheck, dann machen wir den Außencheck, habe ich mir gedacht, und dann geht's auf die Tour. So, der Smart ED hier in der, ich weiß gar nicht, wie diese Edition heißt, mit dem Grün und Weiß. Ne? Er hat auf jeden Fall das große Touch-Navi-System mit drin. Akkuanzeige seht ihr, 100, und ja, ich verbrauche jetzt gerade keinen Strom. Wir stehen ein bisschen im Schatten, deswegen ist es derzeit hier nur 17 Grad drauf, aber man sieht die Reichweite 88 Kilometer. So, ansonsten hat er, und das ist tatsächlich erstaunlich, ihr seht es da, einstellbare Rekuperation. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das der EQ nicht hatte.
da bin ich doch jetzt gerade verwundert. Gut, ansonsten, ja, elektrische Spiegel, elektrische Fenster, braucht man natürlich in so einem kleinen Wagen. Der Schlüssel ist natürlich da unten und das ist ein ganz normaler Schlüssel. Also so wie man jetzt es eigentlich von seinem Auto oder von tatsächlich auch von seinem Smart kennt. So, ansonsten, ja, kein Glasdach. Da ist das Auto zu Ende. Okay, Musik geht automatisch wieder an, sobald ich die Zündung anmache. Hier gibt es gar nicht so viel zu gucken. Armlehne, hat er. Habe ich es mal runtergeklebt. Finde ich viel gemütlicher. Ja, und ansonsten, Klimaanlage. Ne? Ist aber nicht zu empfehlen, wenn das Auto ohnehin nur 88 Kilometer Reichweite noch hat. Und gut, gucken wir uns das auch mal von außen. Ja, 2,10 Meter ist ja nicht ganz hoch, aber hier war gerade ein bisschen Platz, deswegen habe ich mich da einfach mal hingestellt. Sollte jemand kommen, der diesen Platz benötigt, bin ich natürlich sofort weg als vorbildlicher Autofahrer. Ja, sonst sieht schnittig aus, der Kleine. Und der ist tatsächlich noch viel kleiner und erst recht viel schmaler als der aktuelle EQ. Ja, ich stehe ziemlich genau auf dem Strich, das war jetzt echt der Zufall. Aber da passt ja fast noch ein zweiter daneben. So, ansonsten ist zu einem Smart gar nicht viel zu sagen. Ihr kennt den Smart, ihr kennt, und das passt. Er fährt in der Car2Go-Flotte in der Form jetzt gerade noch, wird ausgetauscht aktuell gegen die neue Generation. Und gerade mit Verbrennermotoren kennt man die Fahrzeuge natürlich. An dieser Stelle natürlich das Hinweis mit dem E. Und da unten der ganz normale Ladestecker. Typ 2 natürlich. Und ich bin mal gespannt, ob der den Bordloader hat, den großen. Da hänge ich ihn vielleicht tatsächlich nochmal bei uns zu Hause dran. Electric Drive. Ja. Da ist gerade noch ein Ladekabel drin, Typ 2, Endekiss. Ansonsten passen da zwei Bierkästen rein. Und das war's schon mit dem Smart. Ne? Schaufenster E-Mobilität, eine Initiative der Bundesregierung. Ja, die wachen auch nicht mehr auf, glaube ich, in diesem Leben. Ja, weiße Felgen, weißes Fahrzeug. Eigentlich ganz schnüppelig, der Kleine. Aber ich befürchte, für mich nicht tauglich. So, los geht's. So, den Weg kennt ihr inzwischen, glaube ich. Auch hier von diesem Parkplatz aus bin ich den Smart EQ auch schon gefahren. Schon, der macht ein bisschen mehr Geräusche. Also der erinnert mich gerade von der Geräuschkulisse so ein bisschen an den Fiat 500e. Der Motor ist ja tatsächlich auch identisch. Beides Bosch-Motoren. So, ja, und eben habe ich schon so ein bisschen durch die Blume gesagt, ich befürchte, der Wagen ist nicht wirklich tauglich für mich. Das liegt jetzt eigentlich an diesem vorbelasteten, an der vorbelasteten Meinung, die ich habe, dass der Smart abgeregelt ist bei 120, 125 auf der Autobahn. Und das werden wir uns jetzt mal angucken. Was ich interessant finde, das habe ich mir jetzt hier auch extra so eingestellt, damit ich weiß, wie lange ich unterwegs bin. Wenn ich dann tatsächlich nur vielleicht 120 oder 110 fahren kann, also ich möchte das Auto nicht überanstrengen, dann interessiert mich einfach mal, wie lange bin ich jetzt unterwegs. Normale Autofahrzeit jetzt hier über meine Strecke, das ist egal, ob viel oder wenig Verkehr. Mit einem guten Durchschnittstempo kommt man hier eigentlich immer ganz gut voran. Liegt ja bei 26, 27 Minuten. Und wenn es jetzt echt langsamer wird, bin ich mal gespannt, wo ich da landen werde. So, also mit dem Smart ED auf dem Weg nach Hause.
ja, wo hier gerade eine rote Ampel ist, muss ich das mal eben. Über die Schaltpedals habe ich das jetzt so eingestellt, dass der Wagen maximal rekuperiert. Das nennt sich hier D+. Ich fahre ohne Klimaanlage. Lüftung schalte ich auf Stufe 1 mal eben. So, dass er dann so ein bisschen wenigstens Luft ins Auto lässt. Natürlich keine Heizung an. Ja, sauber. Also ich habe wirklich wenig Verbraucher an, so dass ich den besten Verbrauch erreiche. Derzeitig ist er jetzt gleich nach Start bei 26,9. Das ist schon, ja, gut. Gucken wir mal am Ende. Also ich möchte da jetzt nicht zu voreilig irgendwelche Schlüsse ziehen. Von daher fahren wir jetzt mal. Ich merke gerade so ein bisschen, also die Rekuperation, ja, ist vorhanden, ist aber auch vom Gas, also vom E-Pedal her, echt ein bisschen schwerfällig. Also man gibt Gas und der geht dann nicht so gleich zackig voran. Ja, das ist. Das ist beim EQ viel, viel besser. Und hier merkt man auch die 50.000 Kilometer. Hört man das? Also hier raschelt so ein Karton, also da muss ich dem Fiat 500e zugute halten, der war leiser. So. Muss ein bisschen auf meinen Tacho achten, weil der hat leider keinen Limiter. Und ich habe irgendwie vom Drang her eher das Gefühl, dass ich zu langsam unterwegs bin. Aber das wird sich sicherlich ja einspielen. Also was auffällt ist, man kann die schon sehr zackig in die Ecke werfen. Das macht schon Spaß. Ne? Den tiefen Schwerpunkt durch die Batterie, das merkt man bei dem Smart hier sehr deutlich. Man muss dann aber auch sehr forciert aufs Strompedal treten. Also es ist jetzt nicht so antippen und der geht gleich vorwärts. Ne? Aber das macht er dann aber auch. Derzeitiger Verbrauch liegt jetzt immer noch bei 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Auf der Autobahn wird das garantiert jetzt nicht weniger werden. Ich habe ein wenig Hoffnung, dass er nicht den Spitzenreiter iPace ablösen wird. Ich bin mir aber gar nicht sicher, muss ich ehrlich sagen. Also es ist schon vom Verbrauch her gerade erstaunlich hoch. Also da war, muss man gleich gucken, was der Smart EQ hatte am Verbrauch. Das war, ich meine, weniger. Ich kann mich erinnern, der dachte, der 500e lag nachher bei 18 irgendwas und ich glaube, der EQ lag noch drüber. Insofern sind wir tatsächlich da in den Bereichen, wo der Smart ED jetzt hier auch arbeitet. Also das ist, ja. Schauen wir mal, jetzt Autobahn wird er nicht mögen. Ich bin mir da so sicher. Also das täte mich echt wundern. Also er ist runtergegangen auf 19,1. Jetzt gucken wir mal, was er hergibt. Ja, also der Verkehr hier lässt 120 locker zu, hin und wieder 130. Das gefällt mir ganz gut, weil dem Smart tut das auch ganz gut. Der kurze Radstand, der war wie beim EQ, war der ja ähnlich oder ist nahezu identisch, aber den hier, der schlägt doch eher durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der hoppelt mehr, wenn ihr wisst, was ich meine. Ne? Zudem ist das ja hier im Innenraum mit dem Hartplastik hier führt dazu, dass nach 50.000 Kilometern natürlich sämtliche Weichmacher längst aus der Verkleidung raus sind und dementsprechend entstehen dann die Geräusche, das Knirschen, Knarzen etc. Das ist eigentlich bei jedem Fahrzeug, was in der Form am Material spart so. Und das kriegt man nach 50.000 Kilometer hier absolut mit. Nichtsdestotrotz, ich fahre jetzt gerade 125, ich muss schon ein bisschen lauter sprechen, damit man das nachher auf dem Video auch hört. Wahrscheinlich muss ich sogar so ein bisschen die Hintergrundgeräusche rausfiltern, was so ein bisschen meine Stimme dann auch ein wenig verändern wird, aber ich glaube, sonst versteht man mich hier nicht. Und ich habe das ja eingangs irgendwann schon mal erwähnt, ich habe jetzt nicht den Anspruch hier an besonders professionelle Videos.
will einfach nur so den Alltag darstellen und vielleicht hole ich mir dann irgendwann mal eine GoPro, aber dazu müsste es dann auch wirklich mit dem Kanal dann noch ein bisschen erfolgreicher werden. Aber das entscheide ich dann immer noch. Ich bin jetzt einen Monat, vielleicht zwei Monate online, habe schon einige Videos jetzt ja gedreht und habe tatsächlich auch schon über 100 Abonnenten. Vielen, vielen Dank dafür an der Stelle. Also das hat mich wirklich sehr, sehr positiv überrascht, dass es doch so viele da draußen gibt. Also für mich ist das wirklich so. So viele, die dann auch an den Themen interessiert sind. So, das war der erste Teil, sprich Autobahnende. Wir fahren hier runter. Aktuelles Fazit ist 21,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Muss ich mal gucken, ist glaube ich definitiv mehr als der Fiat 500, der war bei 18, und ich glaube auch mehr als der EQ. Was ich vermutet habe, er ist ja, wie im Video zu sehen war, eben deutlich schmaler als auch der Smart EQ. Das merkt man natürlich. Also auf der Autobahn, es ist jetzt gerade nicht wie wirklich, es ist kaum Wind, das seht ihr hier. Es ist strahlend blauer Himmel. 18 Grad gerade, 19. Und trotzdem, sobald ich einen LKW überholt habe und aus dem Windschatten des LKWs raus bin, kam da so eine Seitwinde. Und diese Seitenwinde, die haben tatsächlich zu einem, das merkt man halt, so ein leichtes Versetzen des Fahrzeuges gemerkt. Das ist natürlich, da möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie es jetzt bei Herbststürmen wird mit diesem Auto, obwohl der ja schon schwerer ist als der normale Smart. Hier hilft unheimlich die geschwindigkeitsabhängige Servounterstützung. Das ist so. Dadurch wirkt er auf der Autobahn halt auch nicht so unprofessionell labil, hätte ich fast gesagt. Also, er hat auf der Autobahn eine recht feste Lenkung. Die muss man, also die kann man dann gut halten, aber man merkt das Versetzen. So, von daher muss man da schon gucken, irgendwie. Boah. Es ist kein Autobahnauto, ne? Also die Windgeräusche und auch an den Türen und so weiter, das kommt alles dazu. Und für mich ist das ja im Gegensatz zu anderen. Ein angenehmes Tempo mit 130 zu fahren, das habe ich auch unter einem anderen Video kommentiert, liegt einfach daran, dass ich es ganz blöd finde, also um da wirklich jetzt mal gerade nichts wegpiepen zu müssen, wenn man von hinten von der Bahn geschubst wird durch irgendwelche anderen Fahrzeuge, um auch hier mal eben harmonisch zu bleiben, die meinen, sie müssten bei Tempo 120 auch mal eben 150, 160 und mehr fahren. Das sehe ich jeden Tag. Ja, und deswegen fahre ich am liebsten mit 130, weil dann hat man den größten Tumult dann schon mal eben außen vor gelassen und schwimmt eigentlich ganz gut mit. Das ist bei Tempo 110 anders. Also bei Tempo 110, da muss man schon immer wieder in den Rückspiegel gucken, kann ich jetzt den vor mir überholen, den LKW zum Beispiel, und dann mit 110 dann vorbei. Das ist schon auch im Rückspiegel ein sehr vorausschauendes Fahren, was da notwendig ist. Ja, gut, also das so das erste Statement zum Smart ED. Hier kommt wieder die fast schon legendäre Fußgängerampel, in der ich dann immer abbiege, um dann hier in meinen Wohnort zu fahren. Und gleich geht's wieder zurück. So, nochmal ein ganz kurzes Fazit nach der Fahrt. Also wieder 27 Kilometer. Durchschnittsgeschwindigkeit 53 km/h. Merkt man also wirklich, dass das Fahrzeug jetzt nicht konsequent auf 130 km/h gefahren bin. Also das merkt man, der wehrt er sich wirklich irgendwie gegen. Also das ist schon dann am Limit. Hab trotzdem einen Eco-Wert von 85%. Also hey, das passt. Durchschnittsverbrauch 20,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ja, das müssen wir gleich mal in den Vergleich ziehen. Das Ganze bei 19 Grad, also eigentlich 20, 19 Grad sind ja immer so meine Lieblingstemperaturen, bei denen ich die Autos fahre. Ja, und dann gucken wir mal, wo er gleich am Ende landet, wenn wir den Weg zurück antreten.
Ich werde jetzt mal im Laden und dann geht's wieder zurück. Jo, ich habe jetzt mal eben das Fahrzeug angeschlossen. Geht ganz einfach hier. So, Blumen sind auf dem Weg. Egal. Gucken wir mal, was er erkennen kann. Also das sieht man, glaube ich, nicht wirklich. Jetzt ist das Display auch ausgegangen. Ja, ich gucke mir auf jeden Fall jetzt mal an, mit wie viel Strom bzw. was der zieht. Ob er einen Dreiphasenlader hat oder nicht. Ich bin gespannt. Eine Witzke, das habe ich noch nie gehabt. Das ist ein Dreiphasenlader, der tatsächlich an drei Phasen gerade zieht. Alter Schwede. Ja, okay, also so viel Sonne kann niemals auf dem Dach stehen bei einer 6,3 Kilowatt Peak-Anlage. Der zieht tatsächlich dreiphasig, ey. Ist das der Hammer. Gut, der Wagen wird gleich voll sein, da brauche ich nichts mehr zu machen. Das wird jetzt auch gerade alles bezahlt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, gut, wir fahren gleich zurück. Ja, dann lassen wir jetzt mal die Sonnenbatterie sich von dem Schock erholen, beziehungsweise die Tesla Wallbox darf endlich mal stolz sein, dass sie ihre volle Leistung gebracht hat und wir fahren jetzt wieder zurück. Ja, Wetter nach wie vor, 20 Grad, schön kuschelig, dafür, dass wir jetzt schon Mitte Oktober haben, also damit ich mich jetzt mal für den tollen Sommer überhaupt nicht beschweren drüber. Gut, also, ich bin gespannt, wo wir jetzt auf der Rückfahrt landen. Ich denke mal, dass die Autobahn nicht ganz so voll sein wird. Dass wir dann ein höheres Durchschnittstempo auch haben. Und dementsprechend gucken wir gleich mal, wo wir dann landen. Hier nochmal resetten hier. So, einmal die ganze Werte resettet. Die 200 Meter gerade zählen nicht. Habe ich was vergessen hier? Nein. Was man übrigens an diesem Smart bemerkt, und ich bin ja vor den Smart EQ gefahren, es ist tatsächlich so, dass der Smart EQ, obwohl er einen breiteren Radstand hat, deutlich wendiger ist als der Smart ED. Also irgendwelche, das habe ich hier im Parkhaus, da habe ich es ganz deutlich bemerkt. Also da habe ich ja mit dem Smart EQ nahezu auf der Stelle gewendet. Da hat der Smart ED, den ich jetzt gerade aktuell fahre, definitiv noch einen größeren Wendekreis. Also da ist nicht mal ein Vorteil zum aktuellen Modell vorhanden, obwohl das neue Modell dann doch deutlich breiter ist. So, Autobahnauffahrt. Ab Richtung Bremen Fahr. Einmal wieder ein bisschen quälen hier. Ich werde mal gucken, was ich überhaupt noch an Restreichweite habe. Aber eigentlich nach dem kleinen Intermezzo mit der Sonnenbatterie sollte er noch genug Strom haben. Ja. 60 Kilometer Restreichweite. Windgeräusche wieder vorhanden, sind jetzt bei 120 km/h. Ich bin gespannt, ob ich da im Video überhaupt noch zu hören bin. Also es pustet und weht. Der Elektromotor, ein ganz hochfrequentes Pfeifen, also man hört wirklich, wie er richtig am Limit ist. 130 km/h jetzt. Also laut Tacho immer, das ist bei meinen anderen Videos nicht anders. Also ich fahre laut Tacho 130. Es dient einfach der Vergleichbarkeit. Ich habe kein GPS jetzt hier, was mir dann sagt, wie genau ich gerade fahre. Deswegen gehe ich immer davon aus, dass die Tachoabweichungen ungefähr identisch sind. Was wir aber schon beim 4500i festgestellt haben, eben nicht überall der Fall ist, weil die Tachoabweichungen in den USA wahrscheinlich anders
vorgegeben ist als hier in Europa, Deutschland. Von daher fahre ich für Deutschland ursprünglich zugelassene Fahrzeuge 130 Tacho. Das sind dann vielleicht echte 125. Aber wie ihr seht, bin ich damit jetzt auch gar nicht langsam unterwegs. Das passt also. Es ist laut, es ist windig, es rappelt in der Kiste. Und dennoch kommt man mit dem Auto vorwärts, ne? Nicht zu unterschätzen gerade. Total gut. Und was ich dazu noch sagen muss, ist, das Auto ist definitiv für jemanden, der in der Stadt wohnt und sagt, er möchte gerne elektrisch fahren, einfach eine Empfehlung. Der günstige Einstieg, die Autos jetzt, die Smart EDs, die bekommt man für deutlich unter 10.000 Euro schon. Und somit ist das definitiv eine Alternative, um überhaupt erstmal sich mit dem Thema E-Mobilität auseinanderzusetzen. Und gerade in der Stadt spielt so ein Smart natürlich komplett seine Vorteile von Wendigkeit und Raumbedarf für enge Parklücken komplett aus. Autobahn, da bin ich ganz ehrlich, ist ja absolut ungeeignet. Also sehr, sehr windanfällig. Ihr seht vielleicht an den Bäumen, da ist nicht viel Wind und trotzdem muss ich das Lenkrad hier gut festhalten. Er läuft Spurrillen natürlich hinterher, aufgrund des schmalen Radstandes, gepaart mit dem kurzen Radstand. Also schmale Spur, kurzer Radstand. Ja, das merkt man auf der Autobahn deutlich, gerade wenn man, habe ich eingangs ja schon erwähnt, aus dem Windschatten von LKWs rausfährt. Die zum Glück jetzt gerade ja gar nicht so aktiv hier fahren. Aber da merkt man wirklich den Windschatten sofort und es versetzt leicht das Fahrzeug. Und das bei strahlend blauem Himmel, 20 Grad, oder zwischen 23 Grad. Und es ist einfach kein Autobahnauto, das sollte jedem klar sein. Das ist mir auch klar. Trotzdem ist es für mich wichtig, euch zu zeigen, ist es eventuell eine Alternative als Pendelfahrzeug in meinem Fall oder eben nicht. Ich glaube, das sieht man jetzt auch, das Fahrzeug hat ja 50.000 Kilometer runter und hatte eingangs 88 Kilometer Reichweite. Und wir sind jetzt hier noch wirklich in den warmen Winter- Sommermonaten, 23, 22 Grad jetzt. Im Winter wird die Reichweite noch weiter einbrechen. Die würde für mich natürlich immer noch reichen, weil ich einen Weg 54 Kilometer habe. Aber im Sommer 88 Kilometer, also unter 100 Kilometer, würde ich kein Elektroauto fahren. Nein, ist das für mich die Reichweite, ich muss gerade schon wieder durch mit der Autobahn, ist das die Reichweite, die ich im Winter haben möchte. Das heißt, unter 100 Kilometer im Winter käme für mich nicht in die Tüte. Da ist der Ioniq mit 150 Kilometer bei meiner Fahrweise, 150 Kilometer im Winter, für mich so die Grenze, wo ich gesagt habe, ja, damit fahre ich dann auch elektrisch, um eben die Reserven zu haben, die ich vielleicht für irgendwelche spontanen Fahrten mal eben benötige. Ja, jetzt mit der Erfahrung, die ich in der E-Mobilität habe, kann man das auch mit einem gewissen Abstand dann auch sehr nüchtern betrachten. Das Fahrzeug macht seinen Job. Für die Stadt ist es definitiv genau richtig. Ampelsprints machen Spaß damit. Und ja, wir sind gleich wieder am Ziel angekommen. Muss man gleich gucken, ob ich glaube, ich fahre ins Parkhaus neben meinen Ioniq. Nö, kann ich eigentlich draus? Nee, doch, ich fahre ins Parkhaus neben meinen Ioniq, dann kann ich die. Kann ich meine Flaschen umpacken, die beiden Gästen und dann ein kleines Fazit mal eben zum Besten geben. Ja, ich glaube, so machen wir das. So, das ist schon das Ziel gerade hier. Kennt ihr vielleicht auch schon aus dem einen oder anderen Video. Und dann bis gleich. So, mal eben zum Zwischenfazit, bevor ich das Auto jetzt ausschalte, aber
da seht ihr das. Ich hatte eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 72 km/h und 20,3 Kilowattstunden auf 100. Ja, das ist natürlich eine Hausnummer. Ja, mein Fazit kurz zum Smart ED. Wie eben schon auf der Straße erwähnt, ist das für mich ein Auto, was definitiv seine Daseinsberechtigung hat im Sinne der E-Mobilität. Es ist aber auch ein hundertprozentiges Stadtauto. Das, was ich benötige oder das, was ich eigentlich suche oder jetzt auch mit meinem Ioniq habe, ist ein Fahrzeug, was ich auf einer Pendelstrecke, in meinem Fall diese 27 Kilometer, Autobahnanteil 22 Kilometer, also viel Autobahnanteil und das auf einer Autobahn, die auch im Berufsverkehr locker 120-130 km/h zulässt. Und dort ein Auto zu haben, was da auch noch Spaß macht und sehr souverän ist. Das war beim Smart EQ deutlich anders, das sage ich ganz klar. Also die Windgeräusche waren deutlich geringer. Das ganze Auto rappelte nicht so, hatte aber natürlich auch keine 50.000 Kilometer runter, sondern es waren 7.000 oder so. Oder 4.000, ich weiß gar nicht mehr. Boah, es geht das Licht aus, dann muss ich mal hier mal eben Licht anmachen. So. Ja, und demzufolge muss ich ganz ehrlich sagen, ist das für mich. Für jeden, der sich mal mit der E-Mobilität auseinandersetzt und sagt, okay, ich möchte vielleicht das ganze Thema mal ausprobieren, ist so ein Smart ED hundertprozentig. Aber man sollte sich ganz klar im Klaren sein, dass es kein Stadtauto ist. So. Zum Quatsch, dass es ein Stadtauto ist, so rum, kein Autobahnauto ist. Ob man jetzt sagt, okay, ich fahre nun wieder mal auch auf die Stadtautobahn und knall da mit 110 oder so lang, was dann nicht wirklich ein Knallen ist. Das ist jedem selbst überlassen. Für mich, mit meinen mir persönlich vorgegebenen, ich möchte 130 Tacho fahren, wäre das Auto jetzt an der Stelle nicht das Richtige. Das liegt einfach daran, dass es auf der Autobahn bei perfekten Wetterbedingungen, die wir gerade da draußen haben, nicht souverän ist. Also es wackelt, es springt über die Fugen, es schiebt den Rillen, den Querrillen ordentlich hinterher, sodass man das Lenkrad oft korrigieren muss. Und kleinere Windschatten, die von LKWs kommen, die werden sofort in ein ganz klar deutlich merkbares Versetzen des Fahrzeuges auf der Autobahn zum Besten gegeben. Also das ist jetzt nicht das, was ich zum Thema souverän fahren für mich persönlich empfinde. Ja, dennoch ist es ein Auto, was in der Stadt ideal ist. Also jetzt gerade für jemanden, der einen Zweitwagen sucht und den elektrisch bewegen möchte, mal eben morgens zum Bäcker, mal eben jetzt Getränke holen, Einkäufe machen, dafür ist das Auto ideal. Da muss man kein Familienauto haben. Und deswegen bin ich im Moment auch immer noch nicht so ganz davon überzeugt, dass wenn wir den Kona haben, den meine Frau fahren wird, dass ich dann noch nach dem Ioniq wieder so ein großes Fahrzeug fahren werde. Das ist bei mir halt so ein Thema. Ich bin da im Moment echt zwiegespalten, ob es nach dem Ioniq dann das Model 3 wird, ein EQR von Mercedes. Puh, oder wird es doch vielleicht eine Ego, wobei der Ego mir vom Interieur, also das Display, wie es hier drin ist, das gefällt mir recht gut, so optisch, wie es rein eingepasst ist. Aber beim Ego, was man da an den Bildern gesehen hat, vom Interieur, das sieht für mich aus wie Plastiklaste, was hier natürlich nichts anderes ist. Das hier ist genarbtes Plastik, hier ist Stoff um die E-Tafel herum. Das ist alles so ein bisschen okay, dann machen wir mal das Beste aus dem, was wir hier haben. Aber allein das Display ist hier mit einem vernünftigen Rand eingepasst und sieht halt nicht so aus wie so ein Gummiboot oder so. Und das ist das, was mir auf den Bildern vom Ego nicht gefallen haben. Ne? Also da ist das beim Smart definitiv besser gelöst. Beim Smart ED, aber auch beim Smart EQ. Vielleicht kommt ja auch ein bisschen was optisch Interessanteres beim Smart jetzt in Zukunft über den Facelift. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht was passiert, wenn 2020 nur noch die elektrischen Smarts verkauft werden, dass man das vielleicht einhergehend mit einem Facelift dann in den Markt bringt und das vielleicht dann ein bisschen interessanter aussieht. Also ich will eigentlich nicht so gerne mit so einem Elefantenrollstuhl rumfahren. Wie gesagt, der Ego hat da wirklich die Räder weit außen, vorne, hinten, wenig Überhänge.
eine unheimlich breite Spur. Also das sieht optisch einfach schon mal richtig knackig aus und lässt so ein bisschen hoffen, dass sich das Fahrzeug mit seinem Heckantrieb, was ein Smart ja auch hat, dann auch wie ein Go-Kart bewegen lässt. Also da bin ich ganz gespannt und eigentlich suche ich sowas, ne? Und da kann dann vielleicht auch ein Mini Cooper dann eine Rolle spielen, auch wenn es die Konkurrenz ist an der Stelle. Aber ich bin da auch nicht bereit, wenn jetzt der Kona da ist, dass ich dann mir noch mal ein großes Fahrzeug auf den Hof stelle, nur weil dann da ein Stern drauf ist. Wie gesagt, wenn jemand seinen Job macht und ein vernünftiges Auto auf den Markt bringt, und das wird mir beim Ego wahrscheinlich auch noch fehlen, dass er dann, so wie es aussieht, ja keinen Dreiphasenlader bekommt, wenn er schon keinen Gleichstromlader hat. Das ist beim Smart deutlich besser gelöst. Von daher 2019, 2020, 2020 bin ich dran mit einem neuen Fahrzeug, also das ist jetzt in 2 Jahren. Da wird so viel passieren und ich bin da übelst gespannt. Das war mein Video, wie gesagt, jetzt erstmal zum Smart ED. Für alle, die daran interessiert sind, sich eventuell mal einen gebrauchten, ein gebrauchtes EV, ein Smart ED zu anzusehen, sei gesagt, definitiv ein schönes Auto. Man kann hier sogar noch für die, die als noch ein bisschen unsicher sind im Umgang mit der ganzen E-Mobilität, den Smart ED in dieser Form hier gibt es immer noch mit Batteriemieten. Das heißt, man muss zusätzlich zu dem Kaufpreis monatlich Batteriemiete bezahlen. Wurde damals einfach so gemacht, ähnlich wie bei Renault und anderen Herstellern anfangs, weil man nicht wusste, wie lange halten eigentlich die Akkus. Hier sei gesagt, okay, die Reichweite ist definitiv eingebrochen, auch jetzt nach 50.000 Kilometern. Aber das Fahrzeug fährt noch so. Und wer jetzt aber sagt, nee, das Risiko ist mir zu groß und wenn ein Akku dann getauscht werden muss, dann habe ich einen wirtschaftlichen Totalschaden. Ja, das ist so bei so einem Fahrzeug, gerade bei einem Smart und gerade bei einem gebrauchten Smart. Von daher könnte man da durchaus auf Nummer sicher gehen und sagen, okay, ich kaufe mir einen gebrauchten Smart und nehme das Thema Batteriemiete bewusst mit. Das heißt, ich kaufe mir nicht den mit einem Kaufakku drinne, die gab es damals auch, sondern ich nehme bewusst ein, wo es noch Batteriemiete gibt. Ja, und dann ist man da an der Stelle sicherlich auch auf der sicheren Seite, wenn das Fahrzeug dann regelmäßig bei Smart in der Inspektion war, da sollte man darauf achten. Aber für, wie gesagt, einen Einstieg in die E-Mobilität ist dieser kleine Smart definitiv ein gängiger Kandidat und neben Zoe und Nissan Leaf sicherlich interessant, gerade was den Preis angeht. So, also an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Daumen, wenn ihr es wenn es euch gefallen hat, würde mich sehr freuen, bin ich ganz ehrlich. Und ansonsten bis demnächst an dieser Stelle.